Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. So, wir haben diese Folge ja vor, ein bisschen zu questen. Daher drehe ich mich ein paar Mal im Kreis. Dann hat Glück. Hoffentlich nicht. Richtung. So wie ich jetzt laufe, eigentlich sehr falsch. Wir müssen hier lang. Wir wohnen hier, erinnert mich ein bisschen an Ark, muss ich sagen. Das ist so ein unfassbar schönes Spiel. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin wach. Es steht uns zu, es zu sehen. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. No. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Ja, der Arme. Schauen wir mal, was wir machen können. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich dachte, Awards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Okay, der Typ ist durch. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. Sicher und rassistisch. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Kann ich ihn töten? Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du hast hier keine Autorität. Der Wandel geschieht bereits. Du bist feige.
hast hier keine Autorität. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Eins verstehe ich nicht am Sonnenreich. All diese Schnörkel und Verzierungen überall. Ein Spacken, ey. So ein Spacken, der Typ. Bilde ich mir das ein oder laufen die Kaja langsam? Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Qualm und Schweiß. Daran erkennt man einen... Bargeld. Ich lese mal Bargeld. Ehre den Gefallenen. Ist immer noch dieselbe Quest. Panorama ist immer eine Klettereinlage. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Wir machen einfach weiter Questi. Sprich, wir porten hier kurz hoch und geben die Quest ab. So, in die Stadt angekommen. Erstmal heilen. Habe ich eigentlich keine vollen HP? Bin ich irgendwo runtergefallen? Bin ich denn jetzt überhaupt richtig? Ja, ne? Kann man so sehen. Warum sollte man sich auf dem Schlacht... Kann man so sehen, muss man aber nicht. Okay, ich muss hier rum. Gute Frau, Sie können sich aber auch auf der Arbeit keinen genehmigen. Ich muss da hoch. Mich denn hier hochspielt, sag mal kurz. Ja. Ja. Heute ist wirklich ein langer Tag. Ein Buch muss. Guten Tag. Okay. Hoffentlich geht's dir gut. Die sieben Artikel des Sonnenglaubens. Habt ihr Bock, ein bisschen zu lesen, oder was? Spike, so hart über die Tastatur zu trampeln, ist immer eine schlechte Idee. Ja, komm, geh. So. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bei. Warst du da? Nein. Na dann, der Sonnenglaube, die sieben Artikel des Sonnenglaubens. Erstens, über der ganzen Welt steigt und sinkt die Sonne, was klar und deutlich ist. Wir schenken allen Pflanzen, Tieren, Maschinen und Menschen Leben, was klar und deutlich ist. Von allen Stämmen hat keiner solche Höhen erklommen, wie die Kaja von der Sonne geleitet. Da all dies an jenem Tag klar und deutlich vor uns liegt, preisen wir all dies jeden Tag und glauben an die Sonne und ihr Licht mit Freude und ohne jeden Zweifel. Bis Mike! So, zweitens. Nur der rechtmäßige Erbe der Sonne, geboren in der strahlenden Linie, die auf den Gründer Araman zurückgeht, kann der Verkünder der Sonne sein. Ihm werden die Wünsche der Sonne offenbart und seine Lippen verkünden sie, auf dass sie von den Menschen ausgeführt werden. Er soll als Sonnenkönig bekannt sein und sein Wort sei Gesetz. Drittens. Wir akzeptieren das Gericht der Sonne in allen Belangen. Wir bieten ihr unsere nackte Haut dar, damit sie unsere Sünden verbrennt. Wir empfangen ihre Erneuerung, wir tragen ihre Hitze für gewisse Zeit. Wenn unsere Haut ihre Röte spürt, ihre bronzene Rüstung, werden wir stark. Wenn unser altes Selbst bloß liegt und sich häutet, werden wir erneuert. Viertens. Im Licht der Sonne sollen wir nur wahrhaftig sprechen, wir sollen nur rechtschaffen kämpfen und wir sollen so handeln, wie es mit dem Willen der Sonne entspricht.
Wenn der Schatten über uns kommt, sollen wir unsere Erleuchtung gedenken. Wir sollen keine Schuld für unser Unglück zuweisen. Wir sollen aushalten. In der Kälte des Mondes akzeptieren wir Stille und Tod, Vergänglichkeit, bis die Morgendämmerung zurückkehrt. Die Natur besteht aus zwei Hälften, Sonne und Schatten. Wer eine Hälfte leugnet, leugnet das Ganze. Fünftens. So wie die Zeit der Dämmerung vor unserer Zeit anbrach und die Welt der Alten beendete, so soll erneut eine Zeit der Dämmerung kommen, wenn dies ist der Lauf der Dinge. Der verborgene Schatten wird auferstehen, er wird das Licht der Sonne verdunkeln und uns zu großer und schrecklicher Veränderung führen. Doch auch in diesem Wissen stehen wir fest zu unserem Glauben und vertrauen darauf, dass die Sonne einen neuen Morgen bringen wird, wie sie es vor langer Zeit schon für unsere Gründer tat. Sechstens. Das heilige Meridian, die Stadt der Sonne, soll für immer die Heimat der Kaja sein. Der Turm soll als Symbol ihrer Gründung verehrt werden. Immer soll ein Sonnenkönig in strahlenden Linie auf ihrem Thron sitzen, denn ohne einen Verkünder der Sonne bleibt die Wille verborgen. Dies zu verleugnen bedeutet, eine Zeit der Dämmerung heraufzubeschwören. Die Kaja sind unbestritten die Kinder der Sonne. Sie sind herausragend unter ihrem Blick, doch ihr Licht scheint auch auf die barbarischen Stämme des Nordens, Ostens und Südens. Es ist die Pflicht des Verkünders, der Sonne zu beurteilen, ob der Blick der Sonne sich zustimmt oder ablehnt, auf etwas richtet. So wird die Pflicht der Kaja bestimmt, den Willen der Sonne zu tun, auch an Orten, die ihr Licht nicht erreicht. Na dann. So. Der Sonnenglaube ist ziemlich bescheuert. Kehre zum traurigen Naman zu. Du siehst gut aus. Dankeschön. Irgendwie eine recht lange Quest, ne? Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Das stimmt. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden ist... Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe... kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. So, Nebenquest abgeschlossen. Bemerkenswerte. Oh, wir haben eine neue Quest. Warum haben wir eine neue Quest? Ich will mich schon wieder irgendwo anders hinführen. Muss hier rein. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Danke für die Loge. Noch mehr Jägerkrams. Hallo. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Ach, diese Jägertrophäen, die wir haben, oder was? Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich.
Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Haja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Okay. Klingt nach viel Arbeit. Finde ich nicht gut. Typisch Wilde. Hier einfach so reinzustolpern. Einer von uns wurde getötet. Los, verschwinde. Na dann. So, Verordnungen der Loge. Siehst du das? Ich lese das jetzt mal gerade nicht, ja? Die Waffenruhe ist gut. Ich möchte ein bisschen Gameplay heute zeigen, nachdem ich letztes Mal schon rumgetümpelt bin. Wie lange wird es noch dauern? Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur lese, dann ist die Folge gleich wieder Ende. Eine Nora im Sonnenreich. Die Zeiten ändern. Muss nicht sein. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge. Belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Was ein Sack. Mehr zu lesen. Legendäre Jagden. Nicht so funktioniert. Es hat nicht so funktioniert. Wer ist denn der Typi? Ich kann's nicht erwarten zu Hause. Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Er zermalmt Bäume, Felsen.
Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Wird in dieser Loge... Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt drei Sägezähne, zwei Verwüster, einen Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Ich trete der Sonne stolz entgegen. Ich weiß, dass ich mir meine Position rede. Haben wir eine tolle Quest bekommen? Schön und gut. Wäre das die nächste Quest? Angebot und Nachfrage? Die ich angehen würde? Sieh dir mal diese Waffen an. Jägerquest ist jetzt nicht so, was ich am liebsten mag. Hat irgendwo schon Spaß gemacht, die ersten Quests zu machen, aber selbst da habe ich mich schon echt schwer getan. Das waren die leichtesten. Und der zeigt immer hierher. Wie kann ich denn hier... Das ist offenbar ein Fahrstuhl, ne? Wie benutze ich den? Ich würde sagen so. Ich habe leider nichts für dich. Das ist okay. Sieh dir die Farben der Menschen an, die hier herumlaufen. Sie leben. Die ganze Stadt lebt. Schön so. Fahrstuhl? Ah. Brauch ein bisschen. Tief runter, sage ich euch. Mal nebenbei irgendwas herstellen. Oh. Das geht dann auf. Ach, guck mal, die kann ich auch wieder herstellen. Schön. Zu fairen Preisen. So, haben wir noch ein bisschen Sachen hergestellt. Nur die besten Waren. Sie Apropos, ich wollte Fertigkeiten. Ich will jetzt mal hier voll der Überbrücker werden. Wenn wir das nämlich hier alles lernen, dann können wir hier. Das nächste ist dann schon unbegrenzte Zeit. Überbrücken. Man natürlich nur noch wissen, wie man überbrückt. Weiß es gar nicht mehr. Gibt bestimmt ein Notizbuch, wie es funktioniert. Echte Wertarbeit.
unschlagbar. Kurz reinschauen kostet. Jäger, nichts. Wühler, bringt uns euer Metall. Wühler? Was für ein... Ich habe euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen. Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir keinen Schrotthandel betreiben, dass wir Klasse haben. Na dann. Ihr habt beide sehr viel Klasse. So, die Reichen berauben. Und eine Stufe 12 Quest, da sind wir ein bisschen zu hoch für. So, war das nochmal? Auch ich sagte. Auch Jägerdings. Ein Metallhändler. Ach Mensch, ich will die Taste drücken. Ja. Ein Jagdgebiet, oh je. Oh je, oh je, oh je. Das war sinnvoll, wenn wir dann wirklich ab hier laufen. Hat seinen Bruder zu verlassen. So. Ich würde gerne jetzt nochmal gucken. Hier los. Wahrscheinlich nicht Schadenmunition herzustellen. Zum Overall mal gucken, aber glaube ich alles ganz gut. Schatzkissen wollte ich mal gucken. Rolle kann ich nicht mitnehmen. Hier sind die bemerkenswerten Belohnungskisten. Jetzt ziehen Grenzen. Sonnenfall angreift. Er hatte kein Problem damit. So, machen wir jetzt mal schön ein paar Nebenquests und können wir bald mal wieder einen Dungeon machen oder wirklich mal so ein Jagdzeugs versuchen. Das nehme ich für unterwegs mit. Aber dann müsste ich halt wieder sau viel schneiden. Mir das gelingt, das dauert. So. Hallo. Panorama. Da oben. So Leute, wir müssen uns nicht biefen, ja? Bleibt geschmeidig. Ich bin wirklich nur auf der Durchreise, Leute. Gut, dass ich das gefunden habe. Es ist okay, ich will euch nichts tun. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Irgendwo muss hier so ein gelber Punkt sein, zum Hochsprung. Ich will gar nicht schießen. Das mal anvisieren, einfach so. Da oben. Sowas fand ich drauf geaimt. Aber hey, ist okay für mich. Eine Fuchshaut. Können wir schon wieder irgendwas machen? Supi.
Nope. Geht bestimmt auch ein bisschen an Rainer Reinholz, ne? Können wir eh was machen? Für eine Sache haben wir eh schon genug. Das ist die, wenn wir hier hoch müssen, bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir da oben sind. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Das hier muss ich irgendwo hochgehen. Irgendwo muss es ja hochgehen. Kannst du hier nicht einfach, bitte, auf diesen Stein da hoch? Wäre irgendwie doch nur logisch. Rainer Reinholz hier, das gefällt mir. Weißt du noch, wo wir Rainer Reinholz weggeschmissen haben, weil wir gesagt haben, ey, so viel brauchen wir nicht? Jetzt brauche ich Rainer Reinholz. So verändert sich. Könnte nützlich alles sein, aber ganz schön bitter. Ich guck mich hier mal kurz durch, ne? Aber nochmal Rainer Reinholz, das ist gerade okay. Ah, wie komme ich da jetzt hoch? Das war ja wohl voll drauf. Alter. Hä? Beachtet mich gar nicht. Ein Hase. Amnit. Okay, du bist tot. Okay, du bist sowas von tot. Wir sagen, du hast angefangen, aber wir wissen beide, dass es nicht stimmt. Ich habe angefangen, aber es macht nichts, du bist trotzdem tot. Ich würde ihn gerade in Ruhe lassen und dann springt er mich an, ja? Herstellen? Rainer Reinholz wird immer noch fehlen, aber wo komme ich denn hier hoch zur Hölle? Hier muss es hier irgendwo hochgehen, aber offenbar nicht. Das waren bisher immer relativ nervige Jump-Passagen. Nicht anders dann, aber wie soll ich da hochkommen? Wo man hoch kann, ist ja immer so mit Geld markiert. Nichts Geld markiert. Der Regen hat auf. Und da kommt er. Kann man sich ablassen. Hochziehen kann ich mich da wahrscheinlich nicht. Oder? Wir haben ja kein Seil, um da hoch zu ninjern, oder? Hab's da was? Ne, jetzt denke ich gerade an Tomb Raider, ne? Der Gedanke ist wahrscheinlich eher blöd, aber kann man nicht einfach einen Seilwerfer? In meiner Welt Sinn gemacht, aber Hajar-Schleuder. So schon mal nicht hoch.
das Bittere, wenn man irgendwelche komischen Standard-Skills, sag ich mal fast, schon vergisst, wenn man so lange nicht mehr gespielt hat. Aha. Ja. So. Erstmal looten. Heiß. Heiß, ja. Die Rüstung klebt an meinem Körper. R3 auf Kamurama Cage zu. Stimmt, sind da jetzt einige von angetan, dass die Rüstung an ihrem Körper schmiegt. Apokashitsdom Turtag 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Okay. Was? Na dann. Jetzt fertig. Ja. Okay. Dann können wir wieder runter. Hier abseilen, ne? Dann können wir regulär den Weg folgen. Hier noch ein Dörflein und ein Feuer. Das ist so schön. Dann werden wir die Folge auch gleich beenden. Wir haben ja ein bisschen was gemacht. Nebenquest-Gedöns und ein Panorama. Sieht so mega nach Arena aus. Drin. Hat die Schönes. Ist dieselben Sachen. Guck mal, Schattenschleuder können wir uns jetzt holen. Würde ich tun, tatsächlich. Oder? I did it. So, Moment. Dann muss ich einmal. Würde ich gerne demodifizieren. Jetzt gerne modifizieren. Feuer. Was Sinn? Eine Feuerspule Sinn. Haben auch Feuerbomben. War vorher nicht, ne? Von Eis gepimpt. Schock nochmal pimpen, finde ich auch gut. War Feuer gepimpt. Eis gepimpt. Und hier. War nicht. Nochmal Schock. Handhabung nochmal besser und Verderbnis. Verderbnis bringt nur leider nicht. In Handhabung könnten wir nochmal. Aber mehr Elektro, mehr Feuer, Eis und Handhabung. Außer wir haben jetzt hier noch ein super cooles für Eis, aber haben wir nicht, ne? Nur so die hier, mit dem Billo. Machen wir das so. Unseren alten verkaufen wir. Das Kaja-Schleuder. Können wir vielleicht noch den Rassler kaufen? Ne, da fehlt eine Wildschweinhaut. Verdammt, wir müssen auch noch Wildschweine töten. Kriegsbogen. Feuerelemente. Verwundbar machen, sofern Vorteil im Kampf.
Schießt Eis, Giftpfeile, Elektropfeile. Wird man vielleicht auch besitzen. Oder kaufen. Warte mal. Um es zu haben. Einfach nur um es zu haben. Es fehlt quasi nur noch das. Nochmal eine Wildschweinhaut. Gratis Probekiste. Davon haben wir noch was in der Kiste, ne? Das ist egal. So, Tutorial. Oh. Müssen wir uns die Karcher-Sachen doch noch kaufen für die Tutorials. Sind ja auch noch Quests. Chiat. Reinholz fehlt. Kann man irgendwo Reinholz kaufen? Ganz schnelles Reisen zu entdecken. Oh. Holzpaket. Pakete reiner Reinholz. Sollten wir erstmal kein Problem mehr damit haben. Abfalle springt. Bierkiste. So, habe ich jetzt so viel Holz gekauft, ja? Dürfte ich jetzt was herstellen können? Kann ich auch. Kriegsbogenköcher, Seilwerferköcher. Nutzen wir beide nicht so sehr. Rattenknochen. Kaninchenknochen. Werfen mal. Beide machen wir. So. Rattenknochen. Rattenknochen. Kaninchenknochen. Wir brauchen nur noch Ratten und Kaninchen. Bräuchten wir natürlich hier noch, um zu kaufen. Schattenrassler. Wildschweinhaut und Fuchshaut. Müssen wir doch wieder irgendwie alles töten. Wir dürfen leider nicht so viel. Wir haben leider nicht so viel Inventarplatz, ne? Bei Waffen. 15 Waffen können wir noch. Ich meine, solange das nicht annähernd voll ist, können wir ja was zurück. Mal zurückholen. Wir haben das ja gebraucht. Davon was zu kaufen. Diese Sachen aber wieder zurückholen. Und ich mir die Kaja-Schleuder noch wieder zurück. Normalen Seilwerfer, so. Kauf einfach alles zurück. Kein Problem. Was für eine Zeitverschwendung. Waffen können wir behalten, die wir gekauft haben, ne? Wusste ich gar nicht, dass man sich das zurückholen kann. Ist ja cool. Fällt der mal her? Beide. Okay. Drüber, aber ist okay. Die Bombes. Okay. Gut. Dann sind wir damit ausgerüstet. Noch mal bei Quest kurz gucken, bei Tutorials. Kaja Kriegsbogen, Kriegsbogen, Kaja Schleuder. Ganzen Kaja Waffen brauchen wir eigentlich auch noch. Besser. Alle schon hatten und wieder verkauft haben.
Geld haben wir jetzt auch gar nicht. Die Slots vor allem auch nicht. Waffenslots haben wir noch? Hier. Ah, wir müssen mal langsam mit den Billow-Waffen die Tutorials machen. Mach ich aber vielleicht ohne. Weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, das mit euch zu machen. Und doch wieder bei 45 Minuten. Gesehen. Hallo. Ich habe unglaublich viel um die Ohren, tut mir leid. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Diesen Teil mag ich besonders. Hab schon Besseres gesehen. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Diese Waffenruhe ist gut. Aber wird sie auch zufrieden führen? Wie lange wird es noch dauern? Oh, ich war gemutet. Ich hoffe nicht allzu lange. Oh, ich würde sagen, das war's für diese Folge, Freunde. Ich bin froh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Ich auf jeden Fall schon. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.